Hey Leute, hier meldet sich mal wieder Flus mit einem neuen Review. Heute zur UMP. Ja, ich habe fast schon UMP 45 Review. Aber naja, diese Waffe dachte ich, ist es trotzdem wert, nochmal ein zweites zu machen. Und ja, ich habe diese Waffe für 7 Tage von Lost My Name 1 bekommen. Ich hatte die Waffe sowieso selber vor 30 Tage wegen Google gekauft, aber danke dafür. Kann ich gut gebrauchen. Und dann habe ich noch eine M6A2 von Gabba Kremlin bekommen, der mich fragt auf Ryu. Da muss ich es, da werde ich es darauf hinweisen. Ich habe schon M6A2 Ryu, also doch bitte das anschauen. Aber trotzdem danke für 7 Tage M6A2, kann ich auch sehr gut gebrauchen. Ja, ich habe ja wollte ja eigentlich den Gifter von der Tippi gewonnen noch in die Description schreiben. Und auch hier nochmal extra erwähnen, aber irgendwie hat das ein kleines Problem gegeben, nämlich meine Friendlist ist zu voll, so dass ich nicht mehr weiß, wer ist. Und da ich das Video davon nicht mehr habe, irgendwie, weil ich es vergessen habe aufzunehmen, wie ich es aktiviert habe, weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war, der mit TP gewonnen gegiftet hat. Und daher schreibt doch bitte in die Kommentare, wer du bist, also deinen Ingame-Namen und dann, oder private Nachricht, damit ich das weiß und dann dir den würdigen Dank zukommen lassen kann. Jo, heute geht es um die UMP, eine Standard-GP-Waffe. Diese kriegt man für 850 GP im Shop. Ja, kriegt man ab Sergeant 1, glaube ich. Und ja, was ist besonders? Die Waffe hat einige Besonderheiten. Also, die hat 35 Schuss im Magazin. Dazu muss ich gleich mal sagen, normal mache ich das ja nicht so, mache ich das ja getrennt. Mit Realität und so, aber normal hält sich CA ja einigermaßen an die Munitionskapazitäten, die vorgegeben sind, also in Realität, viel Realismus gibt es im Spiel ja nicht, aber das war ein kleines bisschen Realismus normal immer, aber in Realität hat diese Waffe keine 35 Schuss. Es gibt sie in Realität 25 und 30 Schuss und ja, die GP-Version müsste dann 30 Schuss haben und die NX-Version müsste dann nur 25 Schuss haben. Die 45er. Naja, dazu komme ich dann nochmal nachher genauer. Portability, ne, erstmal Damage. 37 Punkte. Das ist schon sehr besonders für eine Assault Rifle. Für eine Assault Rifle ist auch besonders. Aber für eine SMG ist es noch viel mehr besonderer, weil es echt ein hoher Damage ist. Ich glaube, der höchste, den SMGs haben. Und ja. Das ist schon fast Niveau. Portability bei 75 Punkten, die ist nicht so genial, aber auch nicht ganz schlecht, also ist okay. Rate of Fire bei 79 Punkten ist für eine SMG eher niedrig. Accuracy 67 Punkte ist ziemlich hoch und der Recoil liegt mit 63 Punkten im Mittelfeld. Ja, diese Waffe, würde ich sagen, ist ein bisschen eine Hybridwaffe zwischen Assault Rifle und SMG, weil sie eben trotzdem sehr einen relativ hohen Damage hat und relativ niedrige Fire Rate, so dass sie ja so ein bisschen zwischen den Standard SMGs und AERs liegt. Und gerade deswegen spiele ich jetzt zum Beispiel die Waffe gerne in der Vogel. Also ich spiele gerade ganz gerne eigentlich mal eine Runde Vogel immer. Und da spiele ich gerne mit der UMP, weil ich finde, dass sie für ziemlich jede Situation ganz gut geeignet ist. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich Nahkampf hat man damit einfach einen Vorteil und auf Distanz, mittlere Distanz hat man noch gute Chancen. Ja, was kann man dran machen? Man kann einen Schalldämpfer dran machen. Ja, ich habe in einem Video einen Schalldämpfer drauf in meinem vorherigen Review, wo ich mit Schalldämpfer herziehe. Ich weiß, hatte ich zum Spaß drauf, einfach so aus Fun, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Aber wirklich ernsthaft empfehlen kann ich ihn natürlich nicht. Scope? Jein. Wenn ihr wirklich in Vogel nur Backpack spielen wollt und naja, ein bisschen Sinn macht auf die Waffe tatsächlich ein Scope, also für eine SMG. Bei einer SMG würde ich ja normal nie einen Scope drauf machen, aber bei der ein iTag ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Extended Magazine kann man drauf machen. Man kann dann bis zu 50 Schuss im Magazin haben. Ja, das ist doch ganz praktisch, gebe ich zu. Also, dann kommen wir doch mal zu den Real-Life-Informationen. Also, die UMP wird von Heckler und Koch hergestellt. Und ja, es gibt eine militärische und eine zivile Version der UMP, aber erstmal zu. Also, die militärische Version, beziehungsweise polizeibehördliche, hat, einen Dauerfeuermodus, einen Zwei-Schuss-Feuerstoßmodus und einen Einzelschussmodus.
Ja, sie wurde entwickelt von Heckler und Koch, eigentlich um die MP5 abzulösen, da sie aufgrund des hohen Kunststoffanteils im Gehäuse leichter ist, kürzer ist und billiger, 25% günstiger in der Produktion als die MP5. Ja, und sie gibt es in drei Versionen, nämlich einmal in 9 mm Version, 40er Smith & Wesson Version und 45er ACP Version. Das sind verschiedene Munitionstypen. Ja, und die verschiedenen Munitionstypen haben natürlich auch verschiedene Auswirkungen auf die Waffe. Wird die Waffe mit der 45er Munition natürlich etwas schwerer. Es passen nur 25 Schuss in das Stangenmagazin rein. Und ja, mit 9 mm hat sie ein Kurvenmagazin mit 30 Schuss und mit der Smith & Wesson hat sie 30 Schuss Stangenmagazin. Ja, wie gesagt, dieses Smith & Wesson, die 40er, müsste eigentlich die GP-Version darstellen und müsste dabei 30 Schuss eigentlich haben, und die 45er, die UMP 45 praktisch, müsste eigentlich nur 25 Schuss im Magazin haben. Warum die 35 Schuss? Okay, vielleicht damit, um einfach die Waffe zu balancen, aber realistisch ist das nicht. Auch ist die Kadenz unterschiedlich, so hat sie mit der 45er Kaliber eine geringere Feuerrate von 600 Schuss pro Minute und mit den anderen Versionen hat sie 650 Schuss. Ja, diese Waffe wurde, wie gesagt, eigentlich gebaut, um die MP5 abzulösen. In Deutschland hat sie das nicht geschafft, ganz einfach. Deutsche Polizeieinheiten schwören immer noch auf das 9 mm Kaliber. Gut, die UMP gibt es auch mit 9 mm. Das Problem ist bloß, die Polizei hat schlichtweg schon MP5. Und das Umrüsten auf die UMP wäre wesentlich teurer, als die MP5s zu behalten und vielleicht gegebenenfalls kaputte auszutauschen. Ja, anders ist es in den USA. Die meisten Schützen und Polizeibeamten in den USA schwören auf das klassische Kaliber 45er ACP. Und ja, sie meinen halt, das wäre so super. Und es gibt ganz wenige SMGs mit diesem Kaliber. Deswegen konnte sich die UMP in den USA bei Polizeibehörden extrem gut durchsetzen und ist dann fast eigentlich schon die Standard-SMG geworden. Ja, weil in den USA selber einfach keine solche SMG existiert. Sie gibt es auch anders wird sie noch vereinzelt bei Spezialeinheiten in Korea und so angetroffen, aber dann meist in der 9 mm Version. Vielleicht wird sie irgendwann auch mal noch die MP5 in Deutschland ablösen, wenn die MP5s einfach alle ausgedient haben. Aber naja. Es gibt auch noch eine zivile Version, die USC. Also UMP heißt ausgeschrieben, Moment, universale Maschinenpistole. Sehr interessant. Und USC, Universal Self-Loading Carabine. Und diese hat nur ein 10-Schuss-Magazin, wurde dafür gesorgt, dass sie nicht die in anderen Magazine benutzen kann. Ganz einfach. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, nur 10 Schuss, weil das in den USA unter eine andere Waffenkategorie bei zivilen Waffen dann fällt und deswegen mit einem einfachen Waffenschein gekriegt werden kann und schlichtweg einfach nicht verkauft werden darf mit mehr als 10 Schuss. Also darf sie schon, aber nur mit speziellen Waffenschein. Gleiche gibt es auch mit der G36, mit dem Sportgewehr SL8. Das ist ähnlich. Ja, zurück zum Spiel. Kriegt diese Waffe eine Empfehlung? Definitiv ja. Gerade wenn ihr gerne so Sachen wie Vogel spielt oder so. Gut, ich weiß nicht, ob das jemand von meinem Review macht, aber. Oder einfach, diese Waffe ist relativ günstig, kriegt man sie relativ im niedrigen Rang, kriegt man sie, hat viel Munition, hat guten Damage. Wenn man ein bisschen Aim hat, gibt es auch ganz gut für Headshots. Also mir gefällt die Waffe und ich empfehle sie auf jeden Fall weiter. Ja, probiert sie aus, auf jeden Fall. Ihr macht garantiert nichts falsch. Jo denn. Ich hoffe, hab's heute wieder ein bisschen Spaß gemacht, dann bis zum nächsten Mal. Euer Fluss. Bombe. Dann kann es ja noch besser werden. Hä? Tschüss. Ach so, Flo, mit welchen Einstellungen nimmst du eigentlich auf? So, weiß ich ja nicht, kann ich ja nicht wissen. Holst du für PC? Noch Bis eine. gleich. Okay. Oh. Ey, die Der ACR macht passive eigentlich Skill auch, gar wenn keinen wir besoffen Schaden, sind. ne? Ja. Ja. Ich vor allen Dingen. Ich Ja, blühe ich. richtig auf, wenn ich besoffen bin. Ey, du musst bedenken, ich war Silvester um 4 Uhr zu Hause. Ich glaube, nee, um 3 Uhr zu Hause und war bis 6 Uhr oder so am Zocken. Frühe Entdeckung habe ich tatsächlich. Ja.